Ja, sehr herzlichen Dank für die Begrüßung, der Sie bereits entnehmen konnten, wie sehr ich mich freue, in Hamburg zu sprechen und auch vor Ihnen zu sprechen. Ich habe hier glückliche Jahre verbracht. Ja, ein Kunsthistoriker kann nicht im Hellen sprechen und denken, es muss dunkel sein, damit man etwas sieht. Und das ist doch eine Premiere, Kerzen. Also ich hoffe, ich kann so beleuchtet etwas erkennen, das hat jetzt ja Seance-Charakter. Also wenn Leibniz auftreten sollte und ein dreuendes Gesicht macht, dann sagen Sie mir bitte Bescheid. Ja, Sie sehen ihn zu Beginn des 20. Jahrhunderts, ereignete sich eine bis heute nachwirkende Renaissance von Gottfried Wilhelm Leibniz. Sie sehen ihn hier in Form der Posthumenbüste von Johann Gottfried Schmidt, entkleidet seiner Allonge-Perücke und damit in die Reihen der Aufklärer posthum aufgenommen. Vor allem durch Bertrand Russells Buch Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz von 1900 und mehr noch durch Louis Couturat's Logique de Leibniz von 1903 wurde Leibniz als ein Vordenker der Moderne rekonstruiert und auch gefeiert. Als Begründer einer formalen Logik, in die sich auch seine Metaphysik eingebunden habe, dann natürlich als eine Art Atomist der Begriffe, aus mehreren Begriffsatomen sei sein gesamtes System aufgebaut. Man müsse die axiomatischen Schlüsse übereignen können. Leibniz war schlagartig zum Vater der modernen Logik geworden. Von diesem Ruhm zehrte auch die Wiederentdeckung seines binären auf 0 und 1 aufbauenden Rechensystems, der Dyadik, die ihn zum Vater des Computers werden ließ. Schließlich hat ihn die Kybernetik der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts als ihren Urahnen begriffen. All diese Züge, diese Neurekonstruktionen und Neubewertungen, Neuöffnungen waren höchst wertvoll und sie sind selbst zum Teil der Wissenschaftsgeschichte geworden. Allerdings haben sie darin für meinen Begriff eine geradezu spektakuläre Einseitigkeit bewirkt, dass sie die haptischen und die visuellen Bedingungen und Prägungen gegen Null streben ließen. Leibniz' Philosophie, so lautet eine der Grundüberzeugungen, steht gegenüber der Welt der Sinne in ihrem substanziellen monadischen Kern in einem Ausschlussverhältnis. Natürlich, Leibniz war Geologe, er war Bergbauingenieur, er war Windingenieur, er war Historiker und man könnte diese Reihe, wie Sie gerade sagten, auch endlos weiterführen bis zum nächsten Tag. Er war ein umfassendes Genie, aber die philosophische Aufschlüsselung für meinen Begriff bis heute und in den letzten Jahren vielleicht noch stärker hat sich auf den markanten Spruch bezogen: Die Monaden haben keine Fenster, durch die etwas ein- oder austreten könnte. Diese Aussage ist über lange Zeit zur unübersteigbaren, für meinen Begriff, Barriere der Leibniz-Forschung geworden, weil sie aus meiner Sicht, ich betone das, aus dem Zusammenhang gerissen und generalisiert wurde. Welche Denkhemmungen sich hier eingestellt haben, sei an zwei Beispielen erläutert. Leibniz hat nichts gesehen. Leibniz n'a rien vu. So lautet ein Urteil über Leibniz' Italienreise von einem der wahrhaft bedeutendsten Leibniz-Kenner, André Robinet. Der Rang, ich betone das, von Robinet soll nicht im geringsten geschmälert werden, aber dennoch ist festzuhalten, dass seine Äußerung so verführerisch wie fatal war, weil sie eben das weit verbreitete Missverständnis von Leibniz' Diktum bestätigte: Die Monaden haben keine Fenster. Mit diesem Spruch schien Leibniz der Kronzeuge einer weltabstinenten Philosophie, wie sie im Anschluss an Demokrit darin begründet wurde, dass es zum Finden der Wahrheit dienlich sei, wenn sich der Philosoph die Augen aussteche. Denn die Phänomene würden nur eine fesselnde Scheinwelt repräsentieren, nicht aber die Substanz der Sachen selbst. Ein weiteres, nicht minder beliebtes Vorurteil betrifft Leibniz' Verhältnis zur Empirie und zur Naturwissenschaft.
Christina Mörsers noch im Jahr 2001 geäußerte Überzeugung, Leibniz habe, ich zitiere, keine seiner Ideen durch das sorgfältige Studium der Natur entwickelt, Zitat Ende, ist nicht weniger bezeichnend für beträchtliche Bereiche der Forschung und nicht weniger tragisch als die, dass Leibniz nichts gesehen habe. Auch Mörsers Rang ist in keiner Weise zu schmälern, aber man mag sich doch vorstellen, was jener Leibniz zu all diesen Aussagen geäußert hätte, der im Harz systematisch hier durch, auf dem Boden, teils durch diese Höhlen, teils, wie gesagt, er beschreibt das, auf dem Boden kriechend durch diese Höhlengänge sich bewegt hat und erkundet nach Gesteinsformen und nach Fossilien gesucht hat. Dies nur ein Beispiel seiner visuellen und, ja, im wahrsten Sinn empirisch-körperlichen Erkundungen. Allen körper- und objektabstinenten Deutungen von Leibniz ist entgegenzuhalten, dass die vorgebliche Fensterlosigkeit der Monaden eine polemische Spitze gegen ein sensualistisch reduziertes Verständnis der Philosophie von John Locke war. Das war Leibniz' Gegenposition. Keinesfalls aber eine Doktrin, auf welche seine eigene Philosophie reduziert werden könnte. Als unteilbare Einheiten der Schöpfung sind Monaden zwar Geistwesen, besitzen aber unabdingbar einen rezeptiv agilen Körper. Dieser begründet den psychophysischen Expressionismus, das ist eine Formel von Busche, aller stofflichen Substanzen, die eben nicht nur aufnehmen, sondern auch semantisch mit Verlangen aufeinander agieren. Diese Formel, wie auch die Erläuterung von Leibniz' Diagramm, wie gesagt, stammt von Hubertus Busche. Und ich kann auf sie nicht im Einzelnen eingehen, aber Sie sehen, wie hier der Versuch einer Visualisierung des Systems dessen, wie die Monade zu begreifen ist, hier nun gefasst wird. Hubertus Busche gegen eine große Schar seiner Philosophenkollegen bringt hier eben mit den Ohren, Augen, Nase, Hände, Mund die sinnliche Welt und hier vor allem mit den Augen diesen Perspektivkegel, der immer eben zur Sphäre Intellectus nach innen dringt. Eine für meinen Begriff sehr angemessene Visualisierung dessen, was Leibniz unter der Zusammenfassung von Geist und Körper in der Monade als Monade versteht. Die Monaden sind schillernde Wahrnehmungsinstanzen, die sich ihre eigenen Erkenntnismittel schaffen, um die in ihnen zu entfaltenden Erkenntnisse offenzulegen, auszubreiten und mitzuteilen. Der Phänomenologe Edmund Husserl hat angesichts ihrer, ich zitiere, phänomenalen Doppeleinheit von Leib und Seele, daher mit vollem Recht betont, aber die Monaden haben Fenster. Meinen Versuch der Rekonstruktion von Leibniz' Theater der Natur und Kunst habe ich vor einigen Jahren mit Blick auf Husserl deswegen mit dem Titel überschrieben, Die Fenster der Monade. Radikalere Schlüsse noch hat der Bonner Philosoph Wolfram Hohgrebe gezogen und ich bin ihm in besonderer Weise verpflichtet. Mit Blick auf Leibniz' Monadenlehre hat er ausgeführt, dass die Monaden nicht etwa keine Fenster haben, sondern vielmehr, dass sie Fenster sind. Das war ein Zitat. In Hohgrebes Argumentation ist es die Appetition, die den Monaden einen Trieb, eine Sehnsucht eingeben, die für alle sinnesbezogenen Bewegungen verantwortlich sind und die daher auch die unablässige Bewegung im Kosmos steuern. In einem zweiten Schritt möchte ich diesen vielfenstrigen Leibniz an Beispielen zu gewinnen versuchen, die mit der Wiederkehr seines Todesjahres zu tun haben, also dem Jahr 1716. Dieses Jahr ist ja der Anlass dieser Vorlesungsserie. Aber zunächst in das Jahr 1701, das Frontispiz von Bernard Le Bouvier de Fontenelle, revolutionärer als Gartengespräch formulierter Schrift Entretien sur la pluralité des mondes, also Gespräche, Dialoge über die Pluralität der Welten aus dem Jahr 1701, eine Grundschrift der Aufklärung, hat hier die Relativität unseres Planetensystems zu begründen versucht. Das Frontispiz zeigt einen Garten, über dem sich ein Himmel hier wölbt. Das Schema des Sonnensystems
hier zunächst, aber dann zweier weiterer Planetensysteme, erstrahlt über den Bäumen. Die Bäume des Gartens nehmen die Kreisbahnen der Planeten auf. Mit dieser Korrespondenz zwischen Bäumen, hier diesen Einschmiegungen der Bahnen und dem Himmel, als Überhöhung des Gartens, ergibt sich eine Korrespondenz, wie der Garten als Fortführung und Spiegelung des Himmels erscheint. So erreicht das Sphärensystem pluraler Welten von der Erde zum Himmel und auf die Erde zurück, also hier in den Garten. Beide beantworten sich wechselseitig. 15 Jahre später thematisiert Gottfried Wilhelm Leibniz nun mit seiner Allonge-Perücke ähnliche Zusammenhänge. Dieser Ausgangspunkt fällt in das Jahr nun 1716, wie erwähnt, dem Todesjahr von Leibniz. Am 25. Februar, das ist nun die Achse meines Vortrages, am 25. Februar 1716, also auf den Tag genau vor 300 Jahren, sandte Leibniz sein drittes Schreiben an Samuel Clarke, den Gefährten und Vertrauten Newtons. Leibniz' Bitternis gegenüber den Anschuldigungen Newtons und seiner Mitstreiter, nicht Leibniz, sondern Newton habe die Infinitesimalrechnung begründet, wird in diesem Brief, wie gesagt, genau vor 300 Jahren verfasst, besonders deutlich. Leibniz' Gegenangriff vollzieht sich mit Blick auf die Definition von Raum, Zeit und Ding. Leibniz wirft Newton die Annahme eines festen, stabilen Raumes vor, der ein reales, absolutes Seiendes sei. Dies führe aber in große Schwierigkeiten. Das waren Zitate. Leibniz setzt dem die Relativität von Raum und Zeit entgegen. Zitat: Was mich betrifft, so habe ich mehr als einmal betont, dass ich den Raum ebenso wie die Zeit für etwas rein Relatives halte, für eine Ordnung des Miteinanders der Existenzen, so wie die Zeit eine Ordnung ihres Nacheinanders ist. Zitat Ende. Clarks Antwort veranlasste Leibniz zu einem weiteren Schreiben, in dem er auf ein berühmtes Erlebnis einging, das ihm im Garten von Hannover Herrenhausen widerfahren war oder das er selbst erbracht hatte. Es ist Ende des 18. Jahrhunderts in einem Stich nachempfunden worden, der Leibniz mit Sophie sowie dem befreundeten Adligen Karl August von Hallensleben und Hofdamen zeigt, die sich bemühen, identische Blätter, einander identisch, Alvensleben, mit sich identische Blätter zu finden. Um hier der Ausschnitt der betreffenden Szene zu begründen, dass es nicht so etwas wie zwei ununterscheidbare Individuen gibt, berichtet Leibniz. Ein geistvoller Edelmann unter meinen Freunden glaubte, als er in Gegenwart der Kurfürstin im Garten von Herrenhausen mit mir diskutierte, dass er zwei vollkommen gleichartige Blätter finden könne. Die Kurfürstin sagte ihm, dass er dies tun solle, und lange Zeit lief er vergeblich herum, um solche zu finden. Zitat Ende. Was hier als ein beiläufiger Bericht über eine Episode beginnt, entwickelt Leibniz in den folgenden Sätzen dann in atemberaubend zügigen Schritten zur Kosmologie. Zunächst ergänzt er das Beispiel der durchgängig unterschiedlichen Blätter um zwei Wasser- und Milchtropfen, die scheinbar gleich wirken, die unter dem Mikroskop aber ihre schier unendliche Unterschiedlichkeit offenbaren. Diese in der Tiefe aufzufindende Distinktion der Dinge setzt sich in unendlichen tiefen Schichten hin fort. Die Grundlage, dies entwickelt der Leibniz dann in den folgenden Sätzen, im gesamten Kosmos, die Grundlage aller existierenden Größen ist ihre konsequente Unterscheidbarkeit, Individualität. Die Blätter des großen Gartens sind der Ausgangspunkt dieser verdeckt gegen Newton gerichteten Überlegung zur Grundbestimmung von Raum und Zeit. Und hierin argumentiert Leibniz in ähnlich gedanklichen Schwüngen und Beziehungsgefügen, wie Fontenelle es 15 Jahre zuvor hier Herrenhausen
wo die Blätterprobe stattfand, vollzogen hatte. Der Kosmos garantiert mit seiner Struktur unendlicher Individualität auch die Notwendigkeit, eine solche wahrzunehmen. Es sind die unterschiedlichen Sinneseindrücke, welche die Probe übernehmen. Um die Struktur erkennen zu können, bedarf es auch und vor allem der Augen. Die Begegnung mit Zar Peter dem Großen im Garten von Herrenhausen im Jahr ebenfalls 1716 bestärkte diese These. Der Zar und Leibniz hatten sich bereits mehrfach zuvor getroffen und im selben Jahr 1716, einen Monat zuvor, auch in Bad Pyrmont. Aber nun war es jener Garten, in dem Leibniz sein Indiscernibilienprinzip der absoluten Individualität allen Seins formuliert hatte. Hannover, Herrenhausen mit dem Schloss und dem riesigen Garten, hier das wiedererrichtete Schloss, eine Aufnahme des letzten Jahres. Leibniz hatte Zeit seines Lebens im Sinn und hierin bündeln sich seine komplexen Denkvorgänge, ein Theater der Natur und Kunst. Als Summe von Kunstkammern, Laboratorien und Theatern aufzubauen, die den zu errichtenden Akademien der Wissenschaften ein Rückgrat an Exponaten, an Museumsstücken, mit denen operiert werden sollte, liefern sollten. Bei Gelegenheit des Treffens in Herrenhausen hat Leibniz dieses Konzept nochmals eindringlich vor dem Zaren entwickelt. In St. Petersburg ist Leibniz' Idee im Jahr 1730 dann 1:1 posthum verwirklicht worden, in Form der heute noch zu bewundernden riesigen Kunstkammer, die der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg angeschlossen war. In eben dieser Kunstkammer wird etwa später Leonhard Euler seinen Dienstsitz haben. Im Petersburger Theater der Natur und Kunst ist Leibniz Lebensthema greifbar, dass er von seinen ersten Entwürfen im Jahr 1671 bis zu seinem letzten Lebensjahr 1716 eben zäh und unbeirrt gegen alle Hindernisse zu verfolgen versucht hat. Dieses Ensemble zwischen Wissenschaft, Akademie und Museum, Ausstellungsgebäude und einem labormäßigen Theater, dieses ist sein Lebensthema, das sich eben einmal verwirklicht hat. Vielleicht kann ich Ihnen berichten und vielleicht nur an diesem Ort jetzt, man soll darüber öffentlich nicht sprechen. Als ich 2001 vor der Svoboda-Kommission in Berlin das Konzept der Humboldt-Universität, das dann angenommen wurde, für das Humboldt-Forum vorgeschlagen habe, habe ich mit Blick auf Leibniz' Konzept des Theaters der Natur und Kunst argumentiert, dies solle im Schloss umgesetzt werden. Und mein Vorschlag war, das Schloss Leibniz-Forum zu nennen. Und es ist mit einer Stimme Humboldt-Forum geworden. Aber die Idee soll doch auch in den Humboldts aufgehoben werden. Dieses Ensemble, Sie müssen sich vorstellen, diese beiden riesigen Flügel in allen vier Stockwerken voll mit Objekten aus dem Naturreich, aus dem Reich der Instrumente des Wissens und der bildenden Kunst. Das ist das Konzept der Kunstkammer, alle Objekte, alle Museumsexponate der Wissenschaft zur Verfügung und damit nicht etwa eine Deponierung der Exponate, sondern eine Aktivierung dessen, was gesammelt worden ist, zur permanenten Weitertreibung des Wissens. Das ist die Idee des Leibnizschen Theaters der Natur und Kunst. Und dieses ist in St. Petersburg in der bislang eindrucksvollsten Qualität verwirklicht worden und besteht bis heute. Dieses Ensemble hebt alle Denkverbote auf, die mit Immanuel Kants fataler Deutung von Leibniz in die Welt kamen und dort feststecken. Kant zufolge habe Leibniz von den Phänomenen abgesehen, um, Zitat, alle Dinge bloß durch Begriffe miteinander zu vergleichen. Die den Sinnen zugängliche Welt ist ihm nur als eine verworrene Vorstellungsart erschienen, Zitat Ende. Die Petersburger Kunstkammer ist die gebaute Widerlegung dieser Deutung. Leibniz, wie gesagt, hat sein ganzes Leben über
die Sinne eingesetzt und dazu aufgerufen, die Hände und die Augen und alle Sinne einzusetzen und diese unentwegt zu schulen. Was Leibniz dem Zaren zu vermitteln versuchte, hatte er selbst auf seinen Reisen kennengelernt, auf denen er kaum eine Gelegenheit ausließ, um Sammlungen und Museen zu besuchen. Hierüber habe ich mich in meinem Buch Die Fenster der Monade ausführlich geäußert und deswegen nur geschwind in München auf dem Weg nach Italien hat er die dort sehr ungewöhnlich reiche und qualitätvolle Münchner Kunstkammer im April 1688 besichtigt. In Wien die Schatzkammer, die Bibliothek der Wiener Burg, in Florenz die Sammlung unter anderem der von Antonio Magliabecchi. Dieser hat ihm Zutritt zu den Sammlungen in Bologna wie der des Ferdinando Cospi und des Luigi Ferdinando Conte de Marsili verschafft. In Rom aber natürlich vor allem die riesige Kunstkammer des deutschen Jesuiten Athanasius Kircher, der zu seiner Zeit als der katholische Galilei galt. Unentwegte Besichtigungen in Rom. Die für das Denken unabdingbare Möglichkeit, einen höheren Blick einzunehmen, verbindet sich bei Leibniz mit dem Willen, jedes Objekt in seiner Individualität, eben gemessen seiner Theorie des Kosmos, in seiner Individualität zu betrachten, in unmittelbarer Anschauung der Sachen selbst. Ich zitiere, damit die Imagination oder Fantasie in gutem Zustand erhalten und nichts ausschweifend werde, muss man all seine Einbildung auf einen gewissen Zweck richten und sich bemühen, die Dinge nicht nur obenhin zu bedenken, sondern stückweise zu betrachten, soweit es für unsere Vorhaben vonnöten ist. Zu diesem Zweck ist es überaus gut, viele Sachen zu sehen und, wie die Kunst, Raritäten und Anatomiekammern genau zu betrachten. Zitat Ende. In jeder Kunstkammer befand sich ein Nautilus-Pokal, deswegen steht er hier. Hier ein Exemplar des Berliner Museums für Kunst und Gewerbe, in dem sich eine natürliche Formfinesse mit der menschlichen Geschicklichkeit verband und diese Grenzüberschreitung war auch ein treibendes Prinzip dessen, was wir Kunstkammer nennen. Die Formen der Dinge enthalten jenes bildbezogene Imaginäre, das sie zu Objekten und Subjekten des Sehnens werden lässt. So hat Hogrebe die Appetition aller Dinge, aller Monaden beschrieben. Aus diesem Grund ist die Welt sichtbar, aber nicht wie in einem von Scheinwerfern ausgeleuchteten Raum, sondern als ein Ereignis, in dem sich Dunkelheit und Visualität in einem Spannungsverhältnis wechselseitig bedingen. In der Sichtbarkeit, wie gesagt, wird das Sehnen deutlich, das alle Natur durchzieht. Und das Dunkel ist nötig, um die Möglichkeit des Sehens erfahrbar werden zu lassen. Hierin liegt der Grund, warum Leibniz den Augen, der Form und dem Bild eine so fundamentale Rolle zugesteht. Ihm die Augen zu nehmen, heißt, ihn um seinen Verstand zu betrügen. Hierin liegt mein Einwand gegenüber der, sagen wir, orthodoxen Leibniz-Deutung. Und hierin ist Leibniz, so glaube ich, feststellen zu können, auch höchst aktuell. Ich will nicht versuchen, ihn erneut zu einem Ahnherrn zu stilisieren, wie es in Bezug auf die Logik, die Kybernetik, um nur zwei Felder zu nennen, geschehen ist. Die Denkrahmen, in denen Leibniz als Verfechter eines sinnesabstinenten Weltverständnisses betrachtet wird, scheinen festgezurrt von Ausnahmen abgesehen. Der im Moment so überaus beweglichen Verkörperungsphilosophie könnte meines Erachtens jedoch zugetraut werden, dass sie sich durch historische Rückbezüge ebenso lockern wie aufmuntern lässt. Und nach dieser Sammlung von Gesichtspunkten, die ich systematisch versucht habe, aus dem Todesjahr 1716 zu ziehen, kommen wir zum dritten Punkt, den ich andeutungsweise bereits angesprochen habe. Das Sehen, das Licht, ist nicht zu denken ohne das Dunkel. Beide sind in einem Spannungsverhältnis und nicht etwa im System einer linearen wechselseitigen Ausblendung. Deswegen der dritte Punkt, das Licht des künstlerischen Dunkels. Ja, das ist auch genauso alt wie die Kerzen hier.
ein abfotografiertes Diapositiv, das noch in Hamburg entstanden ist. Entscheidend sind die Meditationes de Cognitione Veritate et Ideis aus dem Jahr 1684. Leibniz verfolgt hier den Aufstieg der Erkenntnis, der mit der Spaltung von dunkler und klarer Erkenntnis beginnt. Auf jeder höheren Stufe, also hier nach unten hin, ergeben sich neue Spaltungen, so zwischen verworren, konfuser oder deutlich distincta, inadäquat und adäquat und dann symbolisch und intuitiv. Hier könnte das Ende einer Aufstiegsleiter erreicht sein, weil Leibniz mit der symbolischen Form die mathematischen Zeichen anspricht, wie hier das Frontispiz der Dyadik, auf das ich später eingehen werde. Aber dem ist nicht so. Vielmehr erfahren auch diese, also die symbolischen Formen, Mathematik, also eine Transzendierung. Was Leibniz mit Blick auf die Dyadik ausführen wird, spricht er bereits in diesem Zusammenhang an. Ich pflege diese Erkenntnis, also die symbolische, mathematische Erkenntnis, ich pflege diese Erkenntnis blind oder auch symbolisch zu nennen, denen wir uns in der Algebra und Arithmetik ja sogar fast überall bedienen. Blindheit bedeutet hier das Zugeständnis, dass es Denkformen gibt, die in ihrem Symbolcharakter derart weit von der Wirklichkeit abstrahieren müssen, dass diese eben nicht mehr sichtbar bleibt. Das ist ihr Sinn. Diese Art Blindheit ist aus dieser Perspektive ein Erkenntnisgewinn natürlich. Zumindest eine höhere Form der Denkbewegung. Blindheit bedeutet hier aber auch, neben der Höherentwicklung, auch das Eingeständnis, dass das Zeichen, das keine unmittelbare Präsenz der Sachen selbst intendiert, den Erkenntnisgewinn nicht halten kann. Jenen Erkenntnisgewinn, den es zunächst durch seine abstraktive Kraft verspricht. Ebenso wie angesichts der widerspruchsfreien Universalsprache stellt sich Leibniz die Frage, ob diese Zeichen nicht einen Preis für ihre dünnlüftige Höhe zahlen müssen. Sie seien in der Gefahr, zu vielfältig, unüberschaubar oder abstrakt zu werden. Dies begründet, warum die Symbole, die mathematischen Symbole, durch die Anschaulichkeit erneut überragt werden müssen. Aus diesem Grund übersteigt das Bild der Dyadik das Rechnen selbst. In den Meditationes de Cognitione setzt Leibniz am selben Punkt der Argumentation jene intuitive Erkenntnis hier nochmals unten an, auf der untersten oder natürlich im Aufstieg obersten Stufe an, die auf einen Blick alles erfassen lässt, jenseits der Mathematik. Und nun kommt das Entscheidende in diesem fundamentalen Text. Das bis heute für meinen Griff uneinholbare verkörperungsphilosophische Exempel liegt darin, dass Leibniz mit dem intuitiven Allesblick erneut eine sinnliche Ebene mit einzieht. Es ist kein pures Aufstiegsdenken der Erkenntnis, sondern die tiefste Ebene wird erneut mitgenommen. Und hierfür, für diese Rückführung in die Sinnlichkeit auf der höchsten Stufe jenseits der Mathematik, nimmt Leibniz das Beispiel der Künstler, die Urteilsfähigkeit der bildenden Künstler. Ich zitiere, auf ähnliche Weise sehen wir Maler und andere Künstler angemessen erkennen, was richtig und was fehlerhaft gemacht ist, ohne dass sie oft den Grund ihres Urteils angeben können. Leibniz spricht den Künstlern ab, über die geeigneten Begriffe zu verfügen, um ihnen im selben Atemzug zu attestieren, angemessen erkennen zu können und vor allem angemessen urteilen zu können. In der bildenden Kunst verbindet sich die niedrigste, die materiell gebundene Erkenntnisform mit der höchsten, noch über der Mathematik stehenden intuitiven Gesamtschau. Leibniz gesteht dem Künstler die tiefste, verworrenste und zugleich die höchste Erkenntniskraft zu. Und dies ist Feuer am Stuhl der traditionellen Philosophie, dass jemand, der eine Erkenntnisleiter entwickelt, die niedrigste Stufe als zugleich höchste wieder zurückholt. Wahre Erkenntnis rührt nicht aus der Banalität, der klaren Helligkeit,
sondern aus dem Reich des Diffusen, das umso stärker wird, je näher der Forscher dem Leben, der Imagination und den Formen kommt, die er in einem Flash im Coup d'œil zu überblicken und zu durchdringen versteht. Dieser Schluss bildet das Zentrum meines Versuches heute, die sinnesbezogene Erkenntnistheorie von Leibniz begreiflich zu machen und damit einem der nachhaltigsten Vorurteile, mit denen er spätestens seit Kants abschätziger Charakterisierung bedacht wird, zu widersprechen. Die Augen, der Visus, aber auch der Ton, wie wir hören werden, ermöglichen eine keine anderen Sinnen zugängliche Klarheit und Geschwindigkeit der Erfassung wesentlicher Begebenheiten und Systeme. Zu dieser Erkenntniskraft, dies betont Leibniz' Erläuterung dieses grundlegenden Textes aus dem Jahr 1684, gehört eben die Wiederkehr des Verworrenen. Die Augen als letzter Instanz sehen klar, indem sie die Verworrenheit des Lebens und der Wirklichkeit einbeziehen. Das Licht ist nicht ohne Dunkelheit zu haben, und diese ist es, die den Erkenntnisprozess überhaupt erst ermöglicht. Hierin liegt die erstaunliche und für meinen Begriff vielleicht verblüffendste Einsicht, die Leibniz zu entwickeln versucht hat. Und in diesem Punkt geht die Formel, dass die Monaden nicht nur Fenster haben, sondern Fenster sind entscheidend in ihrer Richtung, in ein Ziel. Die Tafeln des Rechenexempels, der mit den Zahlen 0, 0 und 1 operierenden Dyadik, zeigen dieses Prinzip, indem sie sich aus dem Dunkel einer Zahlensuppe hier aufrichten. Von diesem Dunkel beziehen sie die Notwendigkeit ihrer Klarheit. Das Dunkel und die Helligkeit stehen in einem Bedingungszusammenhang, und auch wenn die Tafeln hier mosaisch für sich stehen, so wären sie doch kaum zu erkennen, wenn sie sich nicht vor dem Dunkel des Grundes abheben würden. Im Dunkel liegt die Fülle der Möglichkeiten, die Fülle einer Kontingenz, aus der heraus erst jene Fragen entstehen, welche zur Klärung der Dyadik dieses Rechensystems führen. Das Dunkel ist notwendig als Grund und als Kontrastmittel. Vermutlich hat sich Leibniz hier mit diesem Prinzip auf ein zu seiner Zeit aktuelles Medium hier rechts zu sehen berufen. In seiner Jugend wurde diese Drucktechnik entwickelt, die seinem Erkenntnismodell des diffusen Spannungsverhältnisses zwischen hell und dunkel entsprach. Es erscheint ausgeschlossen, dass Leibniz diese Technik nicht gekannt hat, zumal einer ihrer Protagonisten Rupprecht von der Pfalz war, Sohn von Friedrich von Böhmen und der Winterkönigin Amalia Elisabeth und damit eine Gestalt der Zeitgeschichte. Er lernte die Technik des Mezzotinto von deren Erfinder Ludwig von Siegen, um sie nach seiner Rückkehr nach England im Jahr darauf dann zu einer besonders angesehenen Drucktechnik zu machen. Eines seiner Bildnisse zeigt die Eigenart dieses Verfahrens, im Druck die Härte des Kupferstichs in diesem Sfumato, Leonardesken Sfumato, die Härte des Kupferstichs zu vermeiden und weiche, schwimmende Übergänge zu schaffen. Diese Möglichkeit entstand zunächst dadurch, dass die gesamte Kupferplatte über Wiegemesser und Walzen so feinteilig durchkörnt wurde, dass die Tiefen gemildert wurden und die Einfärbung mit Farbe sehr gleichmäßig geschehen konnte. Die Finesse bestand nun darin, die Tiefe der Körnung zu mindern, um ihnen graduell die Möglichkeit zu nehmen, dann die schwarze Farbe noch zu halten. Im Gegensatz zu den meisten anderen Drucktechniken des Hoch- und Tiefdrucks wurden nicht schwarze Linien auf eine weiße Grundfläche gebracht, sondern es wurden Aufhellungen aus einem tiefen Grund herausgeholt. Diese Technik der Aufhellung vor dem tiefen Grund, diese Technik, berühmt zu Leibniz' Zeit, könnte zu jenen praktischen Beispielen gehört haben, die Leibniz' Theorie der Erkenntnis angestoßen oder zumindest plausibilisiert haben.
Der vierte Punkt, ich werde etwa eine Stunde insgesamt gesprochen haben. Der vierte Punkt, Vicus Dunkel und die Geburt der Ästhetik. Leibniz' Prinzip, mit der Privilegierung der Sinne und vor allem der Augen ein Spannungsverhältnis von hell und dunkel zu unterstellen, das keinesfalls linear von der Schwärze zum Licht aufsteigt, sondern das auf jeder Stufe vom Diffusen des Dunklen und Verschwommenen begleitet wird, könnte eine hoffentlich nicht uninteressante Fußnote in der Geschichte der Philosophie und Kunstgeschichte sein. Aber sie ist weitaus mehr. Sie liefert vielmehr die Grundlage, auf der teils aus anderen Denkrahmen die philosophische Ästhetik begründet wurde. Auch in dieser Hinsicht von größter Bedeutung ist Giambattista Vico's Principi di Scienza Nuova, die neue Wissenschaft aus den Jahren 1730 und 1744. Sie steht Leibniz' Visualisierung der Dyadik als ein Schimmern zwischen Dunkel und Licht überaus nahe. Beide Ausgaben von Vicos Lebenswerk weisen ein Frontispiz auf, das rechts oben jeweils jene Metaphysik zeigt, die als Verkörperung der neuen Wissenschaften auftritt. Sie erblickt das Licht der göttlichen Vorsehung, aber nicht, um sich in diesem nun reflexiv zu spiegeln, sondern um den göttlichen Lichtstrahl über ein konkaves Juwel auf ihrer Brust zur Statue des Homer zu lenken, als Repräsentant der ersten bildhaften Sprache, Bild und Sprache eins, gibt dieser zugleich das Motto für die Berechtigung, die gesamte Philosophie des Vico in einem Bild zusammenzufassen. Die Requisiten, mit denen dieses Ensemble versehen sind, beginnen rechts außen hier mit der Urne, welche die Festigung des Individuums und der Ehe als der Grundelemente des Staates darstellt. Es folgt der Pflug, der die Zurückdrängung des Waldes, die Feldeinteilung, die Gliederung der Gesellschaft, das Aufkommen der Städte bedingt. Die Fortsetzung dann in den Buchstaben, welche nun natürlich die geschriebene Sprache in all ihren Varianten präsentiert. Den Vordergrund dann nimmt eine kohärente Reihe von besonders aussagekräftigen Gegenständen ein, hier die Rutenbündel als Zeichen der Gesellschaftsverträge und der Republik, das Schwert als Signum der öffentlichen Gewalt, gefolgt von einem Beutel als Anzeiger der stummen Worte, so schreibt Vico, der Münzen und Wappen, und dann die Waage als Zeichen der allgemeinen Vernunft mit den Gesetzen gleichzusetzen und dann schließlich mit dem Heroldstab als Medium der Definition von Kriegen und Friedensschlüssen, mit dessen Hilfe der unablässige Bürgerkrieg in die Form des gehegten Krieges und damit dann auch des Friedens überführt werden soll. Die Kugel ist der Globus des Kosmos, der mit den Tierkreiszeichen des Herkules als dem Produzenten der menschlichen Fertigkeit ebenso hier im Zodiacus aufscheint wie die Jungfrau, die für das goldene Zeitalter steht. Das vielleicht eigenartigste Motiv liegt in der Instabilität der Kugel. Die vordere Hälfte ruht auf dem Altar, aber die hintere Hälfte schwebt frei im Raum, womit dem Betrachter gewahr wird, dass sie in jedem Moment abstürzen kann natürlich. Vico begründet dieses Bild damit, dass bisher nur die Vorderseite der Kugel durch die Philosophie betrachtet wurde, nämlich die natürlichen Ursachen der Schöpfung und des Wirkens von Gott in ihr. Es käme nun, das ist die Scienza Nuova, es käme nun aber darauf an, auch die hintere Hälfte in das Kalkül zu ziehen, die vom menschlichen Zusammenleben und von der Durchdringung der Prinzipien, unter denen es geschieht, Zeuge. Allein auf diese Weise sei endlich eine neue Wissenschaft zu erringen. Die Unterschiede, und darauf kommt es mir jetzt im Vergleich zur Dyadik von Leibniz an, die Unterschiede zwischen den beiden Fassungen von 1730 links und 1744 rechts sind eklatant. Die spätere Variante ist heller und aufgeräumter
Und die Requisiten des Vordergrundes hier sind auf eine klare Linie gebracht, ausgerichtet, geordnet. Natürlich wird bislang in sämtlichen Abhandlungen diese spätere, hellere und aufgeräumte Form des Frontispizes abgebildet, aber es verfälscht die Argumentation von Vico. Es ist posthum entstanden. In ihrer aufgeräumten Klarheit schwächt diese Fassung das Dunkel des Ungewissen, das als Gegenpol vorhanden sein muss, um die Klarheit der Selbsterkenntnis verständlich werden zu lassen. Vico beschreibt die Finsternis des Himmels als ein Medium der Undeutlichkeit, aus dem heraus die menschliche Wissenschaft die Prinzipien ihrer eigenen Auflösung herauszuziehen habe. Es ist der Stoff, diese Dunkelheit ist der Stoff, die Dunkelheit ist der Stoff, der sich der neuen Wissenschaft zur Aufhellung darbietet. Im Ursprung körperlich, gestisch und zeichenhaft ist die Scienza Nova der lichtbezogenen Reinheit von René Descartes' Discours de la Méthode entgegengesetzt. Sie bleibt dem komplexen Dunkel der Wolken verhaftet. In großartiger Weise hat dies Alexander Gottlieb Baumgarten in seiner 1739 publizierten Metaphysica, wie auch in der 1750 erschienenen Ästhetik, auf unabhängige Weise entwickelt. Und das sind die Grundschriften der Ästhetik überhaupt. Auch Baumgarten nennt nicht die strahlende Helligkeit, sondern das Dunkel als den Grund der Erkenntnis. Je mehr Merkmale eine Vorstellung umfasst, desto stärker ist sie. Folglich ist eine dunkle Vorstellung, die mehr Merkmale umfasst als eine klare, stärker als diese. Eine verworrene, die mehr Merkmale umfasst als eine deutliche, stärker als diese. Vorstellungen, die mehrere in sich enthalten, heißen vielsagende Vorstellungen. Also sind vielsagende Vorstellungen stärker, also die dunklen sind stärker. Hier scheint die Leibniz'sche Definition der Aufklärung auf, die nicht von der Banalität, wie gesagt, der klaren Helligkeit erfüllt ist, sondern vom Reich des Diffusen, das umso stärker wird, je näher, wie gesagt, der Forscher dem Leben, der Imagination und, das hatte ich schon gesagt, den Formen kommt. Leibniz treibt die Überzeugung, dass der Mensch umfassend begrifflich zu denken vermag, wenn er sinnliche Wahrnehmungen bezieht, in ein schwerlich überbietbares Extrem. Es liegt darin, dass dem Menschen dieses Vermögen selbst dann noch gegeben ist, wenn er nicht einmal spürt, dass er Empfindungen besitzt. Eines der Beispiele ist das Rauschen des Meeres. Obwohl derjenige, der ihm ausgesetzt ist, es nach einer gewissen Zeit wegen der dauernden Wiederkehr nicht mehr hört, das permanente Rauschen, vermittelt das rhythmische An- und Abschwellen der Laute die Gesetze von Ebbe und Flut und mit ihnen damit natürlich die Bewegungen des Mondes. Und über diese Wahrnehmung der Bewegungen des Mondes die Grundregeln jener Gravitation, die den Kosmos in seiner Gänze zusammenhält. Das heißt, die kleine Perzeption, die Wahrnehmung von etwas, was ich durch die Gewöhnung an den Impuls gar nicht mehr wahrnehme, ist in der Lage, die Gesetze des Kosmos zu erfassen. Diese kleinen Perzeptionen ermöglichen umfassende Erkenntnisse, ohne dass irgendeine Chance gegeben wäre, den Reflexionsapparat der Begriffe anzuwerfen. Hierin bedeuten beide Erfahrungsformen die vielleicht tiefgreifendste jemals formulierte Theorie der vorbegrifflichen Erkenntnis. Und dies markiert zugleich Leibniz' Bruch mit der Philosophie des Descartes. In der Monadologie hat Leibniz den Kartesianern als einen unverzeihlichen Fehler vorgehalten, dass sie allein der reflektierten Aperzeption erlaubten, in das Dominium, in das Reich des Bewusstseins aufgenommen zu werden. Spätestens seitdem das Unterbewusstsein durch die Psychoanalyse als eine das Bewusstsein bestimmende Größe aufgenommen wurde, war Leibniz' Grundannahme jedoch durch Freud zum Beispiel rehabilitiert.
Die Philosophin Simone Marenholz hat daher mit vollem Recht darauf verwiesen, dass Leibniz als vorauslaufende Verbindung von Sigmund Freud und Alan Turing zu begreifen sein könnte. Leibniz nicht gegen die Sinne und die Formen denkend, sondern mit ihnen, sie mitnehmend. Diese Überlegung verdichtet sich, damit komme ich zum Schluss, in seiner Definition des Gehirns. Definition des Gehirns. Leibniz imaginiert in den Nouveau Essai eine Kammer als Modell des Gehirns, in die eine Fülle von Bildern einfallen. Nicht übel könnte man den Verstand mit einem ganz dunklen Zimmer vergleichen, das nur einige kleine Öffnungen hat, um von außen die Bilder der äußeren sichtbaren Dinge einzulassen. Wenn diese Bilder, die sich in dem dunklen Zimmer abzeichnen, dort verbleiben und in einer bestimmten Ordnung aufgestellt werden, sodass man sie bei gegebenem Anlass wiederfinden könnte, so gäbe es eine große Ähnlichkeit zwischen diesem Zimmer und dem menschlichen Verstand. Dieser imaginierte Raum als Symbol oder als Bild des Gehirns reagiert auf John Lockes Metapher des Gehirns als einer dunklen Kammer, um sich von der mechanischen Funktionsweise des Lichteinfalls und der Prägung des Bewusstseins, das dann stattfindet, zu distanzieren. In seinem Buch Le Pli, die Falte, hat sich Gilles Deleuze mit genau diesem Gedankenbild beschäftigt. Seine Überlegungen zu Leibniz gehören zu den grundlegenden und für meinen Begriff besonders anregenden Werken der letzten Jahrzehnte, aber Deleuzes Visualisierung von Leibniz' Metapher des Gehirns als einer Kammer zeugt von einer aus meiner Sicht höchst problematischen Bestätigung der gängigen Vorurteile. Deleuze hat Leibniz' Faltentheorie und Gehirntheorie hier mit einer Skizze zu illustrieren versucht, wobei er sich auf Leibniz' beseelten Vergleich, wie wir das eben gehört haben, des Gehirns mit einer Kammer bezog. Diese Skizze zeigt die Kammer mit einem darunter angesetzten größeren Raum, dem sogenannten Gemeinschaftsraum, das 5 Öffnungen besitzt, eine Tür und 4 Fenster, welche die 5 Sinne symbolisieren sollen, die nun ihre Eindrücke aus diesem Raum nach oben in jene Kammer schicken, die Leibniz als Gehirn definiert hatte. Die Krakeluren, die Sie hier sehen, gehören zu einem weiteren Text, in dem Leibniz, in der Fortsetzung des Textes, in dem Leibniz argumentiert, dass in dieser Kammer, die er als Gehirn definiert, als Gleichnis, als Gehirn definiert, eine Leinwand aufgespannt sei, auf welche die Sinneseindrücke fallen. Und diese Leinwand sei in sich unendlich eingefaltet. Diese Leinwand verwandelt Deleuze in Tapeten, die außerhalb an den Wänden anzubringen sei. Dies funktioniert aber aus dem Grund nicht, weil diese Linien ja in die Gemeinschaftskammer der 5 Sinne hier unten hereinreichen und damit, wenn ich es jetzt nicht zu pedantisch kritisiere, keinesfalls eine im Raum stehende Leinwand sein können. Der Widerspruch für meinen Begriff wird umso größer, wenn wir den Text von Leibniz heranziehen, den Deleuze hier visualisiert hat. Um die Ähnlichkeit zwischen Kammer und Gehirn noch zu vergrößern, müsste man voraussetzen, dass es in dem dunklen Zimmer als Bildfläche eine Leinwand gäbe, die jedoch nicht ganz eben, sondern durch Falten aufgegliedert wäre, die die eingeborenen Kenntnisse darstellen sollen. Dass darüber hinaus diese Leinwand oder Membran, wenn man sie ausspannt, eine Art Elastizität oder Wirkungskraft hätte und dass ihr sogar eine gewisse Tätigkeit oder Reaktion eignete,
die sich sowohl nach den alten Falten als auch nach den aus den Eindrücken der Bilder hervorgegangenen neuen richte. Die Kammer, das Gehirn, ist eine Leinwand in einer dunklen Kammer. Es ist eingefaltet, in so stark eingefaltet, wie verklebte Falten, die in sich eine Spannung haben, voller Bilder. Alle Kenntnisse sind auf dieser Leinwand eingetragen als Gemälde und zugleich in sich ganz stark verspannt. Die Appetition zwingt nun diese Leinwand in ihrer inneren Verspannung auseinander und sie beginnt zu vibrieren. Ich fahre also fort. Und diese Tätigkeit würde in bestimmten Schwingungen und Wellenbewegungen bestehen, wie man sie an einer ausgespannten Seite wahrnimmt, wenn man sie berührt. Derart, dass sie gewissermaßen einen musikalischen Ton hervorbringt. Denn wir empfangen nicht allein die Bilder oder Spuren im Gehirn, sondern formen daraus auch neue, wenn wir die komplexen Ideen ins Auge fassen. So muss die Leinwand, die unser Gehirn darstellt, aktiv und elastisch sein. Dieser Vergleich würde annehmbar erklären, was im Gehirn von sich geht. Zitat Ende. Die bei Leibniz ausdrücklich von außen einfallenden Bilder durch die Fenster, sie haben Fenster, des Leibnizschen Gehirnmodells, kommen in Deleuzes Schema von unten, also aus subrationalen Regionen. Im Widerspruch zu seinem Versuch, die visuellen Anregungsquellen ins Kalkül zu nehmen, folgt Deleuze mit seiner Umwandlung des Leibnizschen Textes der Lehrmeinung, dass die Monaden eben keine Fenster hätten. Er lässt es eben hier vermittelt nur auf das, in das Gehirn dringen. Sein Missverständnis der betreffenden Textstelle, freudianisch geradezu, ist umso klamoroser, als er, wenn er über diese Fehllesung hinweggekommen wäre, das beste Argument für sein gesamtes großartiges Buch gefunden hätte. Die Bilder wirken für Leibniz unzweifelhaft direkt und dynamisch auf eine im Raum des Gehirns aufgestellte Leinwand ein. Da in diesem Stoff bereits sämtliche nur mögliche Bilder eingefaltet sind, brauchen sie keine Fenster. Dies besagt der Spruch von der fensterlosen Monade und nicht etwa, dass keine Bilder durch die Augen hindurchgehen und stimulierend auf die Leinwand wirken mit ihren Bildern. Aber dieser Schluss reicht nicht hin. Die Malfläche der Leinwand ist eben nicht eben, sondern durch Falten aufgegliedert, welche die eingeborenen Kenntnisse, das war Zitat, darstellen sollen. Ich kenne keine für meinen Begriff angemessenere Bildmetapher dessen, was Hirnforschung uns heute sagt. Ich kenne auch keine angemessene zeitgenössische Visualisierung. Elemente von diesem Bild, diesem aktiv zitternden Inneren der Kenntnisse, die eine Leinwand darstellen, elastisch und sich selbst bewegend durch dann auch Außenimpulse. Elemente von ihm sind in Johann Jakob Scheuchzers Bild der silbernen Schnur imaginiert, in dem das Gehirn und seine Nervenbahnen auf einem riesigen Tuch erscheinen. Also das ist alles, was ich als Vergleich anbieten kann. Scheuchzer, ein Aristoteliker, auf dem falschen Fuß aufgestanden, aber doch ein sehr guter Freund von Leibniz. Beide haben über Fossilien sich ausgetauscht. Aber weiter geht die Beziehung nicht. Es ist nichts als die Vorstellung der Darstellung eines Gehirns auf diesem riesigen Tuch. Bei Leibniz aber ist das Gehirn eine Leinwand, ein Gemälde, von unendlich vielen Motiven bedeckt und vor allem in sich eingefaltet. Und das werden Sie wissen, mit den Falten ist eine vielleicht die zentrale Bestimmung aller Seinsformen, aller Monadenformen benannt. Leibniz' Bestimmung der Falte reicht von der Beschaffenheit des kosmischen Raumes als in sich gefalteter Sphäre bis in die allerkleinsten Bereiche. Alles ist gefaltet. Ihm zufolge drückt eine aktive Kraft auf das gesamte Universum, das seine Bestandteile als eine sich nach innen unendlich tief hinabdifferenzierende Einfaltungsmaschine bruchlos und ohne Sprünge in immer neue Wirbel- und Kreisbewegungen und neue Einfaltungen zwingt.
Diese kennen keinen leeren Raum und kein letztes Atompartikel, sondern allein die sich im gekrümmten Raum einschichtende und einfaltende Materie. Zitat: Man kann daher die Teilung des Stetigen nicht mit der Teilung des Sandes in Körner vergleichen, sondern mit in Falten gelegtem Papier oder Stoff. Wenn so auch Falten von unendlicher Zahl entstehen, von denen die einen kleiner als die anderen sind, so ist deshalb doch niemals ein Körper in Punkte oder kleinste Teile aufgelöst. Also kein letzter Punkt, sondern eine unendlich sich fortsetzende Einfaltung von allem. Das Leben in der geschaffenen Welt ist Leibniz zufolge unauslöschlich, weil die verschiedenen Wesen dieselben Organismen sind, die sich lediglich unterschiedlich ein- und ausfalten. Zu Leibniz' Lebzeiten entwickelten vor allem Skulpturen die komplexesten Substantialisierungen der Falten, die den Körper zu ersetzen und zugleich auszuweiten schienen. Insbesondere die Porträtbüsten Berninis umhüllen die Dargestellten mit einem Stoff, der hochfliegt, als würde er vom Wind einer anderen Sphäre bewegt, um sich aus Falten der Kleidung in Wolken des Himmels immer wieder zu verwandeln. In diese irdisch-kosmischen Faltengebirge fügen sich die Haarlocken, die das Prinzip der Einrollung und Einfaltung an das Gesicht selbst heranrücken. Dies gilt insbesondere für diese Büste Ludwigs des 14., dessen kosmisch aufwehendes Faltengewand sich eben in den Haarlocken fortsetzt. Aber die vielleicht großartigste Imagination dieses Motivs ist dem Künstler Giovanni Paolo Schorr mit der Darstellung eines Paradebettes gelungen, bei dem sich Himmel und Erde zu einem einzigen, in sich tief verfalteten Tuchgebirge vereinen. Leibniz, als hätte er derartiges vor Augen, beschreibt den Kosmos als einen kontinuierlichen Faltenkörper. Zitat: Und er wird nicht geteilt, sondern nach Art des Wachses transfiguriert und wie eine Tunika, das ist entscheidend, wie eine Tunika auf verschiedene Weise gefaltet. Der Kosmos. Diese Stofffläche ist Leibniz' Bild des Gehirns, einer unendlich eingefalteten, bemalten Leinwand, ein in sich zerknittertes Gemälde in der dunklen Kammer des Kopfes. Bereits dadurch, dass diese Leinwand aufgespannt wird, gerät sie in die Schwingung, Zitat, einer Art Elastizität oder Wirkungskraft. Diese Leinwand vollzieht ständige Vibration und Oszillation, die dem tonerzeugenden Schwingen einer Saite, ich hatte das zitiert und zitiere es nochmals, gleichkommen. Und diese Tätigkeit würde in bestimmten Schwingungen und Wellenbewegungen bestehen, wie man sie an einer ausgespannten Saite wahrnimmt, wenn man sie berührt, derart, dass sie gewissermaßen einen musikalischen Ton, das Denken erzeugt einen musikalischen Ton und ist ein Ton auch, hervorbringt. Hierin liegt die Funktion insgesamt der Fenster. Die gestaltete Projektionswand des Gehirnes nimmt die Bilder nicht unmittelbar und passivisch auf, sondern nutzt sie als Impulsgeber einer vibrierenden, die eingesenkten Bilder lösenden Eigendynamik. Um sich in die Schwingungen der Selbstentfaltung zu bringen, sind die äußeren Bilder von fundamentalem Wert. Malerei, Musik und Mathematik gemeinsam werden in der wie eine Saite schwingenden Leinwand zum Mitspieler von Leibniz' innerem Repräsentations- und Aktivierungstheater. Vermutlich, natürlich haben Sie die Meldung über die Entdeckung der Gravitationswellen verfolgt. 300 Jahre nach Leibniz' Formulierung des Kosmos von Raum und Zeit als eines schwingenden Relationstheaters, in dem sich permanente Ein- und Ausfaltungen ereignen, würde er noch leben, radikal bestätigt fühlen können. Wir haben verfolgt, wie er über die Bestimmung der Individualität allen Seins, dem Augen- und Tasttraining dieser Individualität in den Theatern der Natur und Kunst, in der Verschmelzung von Mathematik und Visus, in der Spannungsbestimmung, von Dunkel und Hell, von Verworren und Hyperklar
und in seinem Bild des Gehirns das Wechselspiel von sinnlichem Außenimpuls und zurückwirkender Eigenaktivität durchdacht hat. Dies ist meines Erachtens nicht nur eine philosophische, ich hatte das schon gesagt, und kunstgeschichtliche Fußnote, sondern es ist vielmehr mitten hinein, für meinen Begriff, in unsere Zeit gedacht. Als Abwehr der Oppositionen und der Dualismen von Geist-Materie, von digital-analog, von konstruktivem Ego und inaktiver Umwelt. Leibniz ist immer wieder als Kronzeuge neuer Entwicklungen angesprochen worden, wie ich dich das eingangs angeführt habe. Logik, Komputistik, Kybernetik, um nur diese nochmals zu nennen. All diese Indienstnahmen haben das Bild von Leibniz in seiner Modernisierung geöffnet, aber auch verkleinert. Ich habe mit dem Schlussbild von Leibniz' Hirnmodell versucht, ihn dagegen darin zu aktualisieren, dass er die Verkürzungen apodiktisch sich neu setzender Ansätze vermeiden hilft. Die Apodiktik und die Dualismen und die radikalen Oppositionen vermeiden hilft. Dies hat meines Erachtens mehr mit unserer Zeit zu tun, als mancher ihrer Bewegungsformer lieb sein könnte. Und damit bin ich am Ende.